Hallo meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video. Freunde, heute habe ich mal ein ganz anderes Video für euch am Start. Und zwar werde ich euch heute alle meine persönlichen Weltrekorde vorstellen. Ihr wisst ja, ich spiele Brawl Stars mittlerweile seit 2018, habe fast 2 Jahre jetzt eine Pause gehabt und habe sämtliche Weltrekorde geknackt, die die anderen Leute gar nicht mehr knacken können. Ja, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr solche Videos feiert, dann mache ich mehr gerne so Weltrekorde-Videos. Die habe ich früher nämlich auch gedreht. Die kamen bei euch sehr, sehr gut an. Und Freunde, ganz wichtig, lasst gerne mal ein Like da schon mal, würde mich sehr freuen. Lasst auch gerne mal ein Abo da, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und schaut das Video unbedingt bis zum Ende an. Ich habe ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video, let's go. Bevor das Video weitergeht, Freunde, dieses Video wird von Filmora unterstützt. Jeder YouTuber braucht ein gutes Schnittprogramm, wo er Effekte oder Hintergrundmusik hinzufügen kann. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene da draußen. Ich habe das Beste gefunden und wir schauen uns das jetzt mal einfach genauer an. Wie ihr sehen könnt, da unten ist die Timeline, wo du das Video Stück für Stück schneiden kannst. Hier kannst du auch noch ein paar coole Effekte hinzufügen, was natürlich ich auch sehr oft nutze bei meinen Videos. Eine weitere coole Funktion ist, was ich euch gerne zeigen möchte, ist, dass ihr ein bestimmtes Thema nehmen könnt und er auch einen ganzen Text für euch generiert. Ne? Das könnt ihr zum Beispiel für Referate benutzen, für die Schule oder so. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Und zwar, wie ihr sehen könnt, nehmen wir jetzt mal einfach als Beispiel in dem Thema Tiere. Ne? Und in den Details schreiben wir jetzt einfach mal Hunde, dann geht es um Hunde. Was easy ist für euch. Und hier seht ihr jetzt, es generiert einfach einen ganzen Text. Ne? Details über Hunde, dass es verschiedene Rassen gibt, woher die Hunde kommen, etc. Ne? Das ist auf jeden Fall mega sehr nice. Es ist übrigens egal, ob du ein iPad oder ein Handy benutzt. Leute, Filmora kannst du überall benutzen. Und zwar, während du jetzt zur Schule fährst zum Beispiel oder zur Arbeit und du gerade deine Videos bearbeiten möchtest, kannst du Filmora überall benutzen. Sehr flexibel auf jeden Fall. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall auch dafür, fürs Unterstützen dieses Video, Filmora. Und ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, wir kommen jetzt mal zu meinem ersten Rekord, Freunde. Und zwar könnt ihr schon sehen, ich habe einfach Level 500. Ich bin tatsächlich der erste Spieler. Ich bin mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher. Ich glaube, 12 Levels über den Platz 2. Entweder 12 oder sogar mehr. Ja, ihr seht einfach, ich war einfach der erste Spieler auf Level 500, was auf jeden Fall mega, mega heftig ist. Ich habe leider keine Belohnung dafür bekommen, ich glaube 20 Tokens waren das, was man immer bekommen hat für ein Level Up. Mittlerweile kann man ja keine XP mehr sammeln und diesen Weltrekord wird mir auf jeden Fall keiner mehr holen. Es gibt einen, der hat auch Level 500, Freunde, aber der wurde erst, ich glaube, ein paar Monate später erst, da war ich schon quitt und dann hat er erst Level 500 geschafft. Nichtsdestotrotz, ja, wird dieser Weltrekord mir keiner mehr nehmen. Ich war der einzige Spieler mit Level 500, beziehungsweise der erste. Und jetzt mittlerweile gibt es zwei, also mich und noch einen. Aber man kann jetzt keine XP mehr sammeln. Das heißt, ja, insgesamt gibt es zwei Leute in ganz Brawl Stars, die nur Level 500 hatten. Ja, auf jeden Fall ein heftiger Weltrekord. Ihr könnt übrigens mal nach dem Video, beziehungsweise am Ende des Videos in den Kommentaren schreiben, was für einen Weltrekord ihr am krassesten von mir findet. Und dann kommen wir auch direkt mal zum nächsten Weltrekord, Freunde. Und zwar switche ich mal hier kurz zum Desktop rüber. Ihr könnt sehen, ich habe das Video schon auch vorbereitet für euch. Und zwar, ja, habe ich, wie ihr gesehen könnt, die 1 Million Juwelen gewonnen. Ich zeige euch mal, wie das aussah. So, und zwar gehen wir hier mal kurz am Ende. Seht ihr im Postfach. Habe ich das Brawl Together Event gewonnen. Und hier seht ihr Spende von Supercell. 1 Million Juwelen, Freunde. Mega, mega crazy. Ja, hier freue ich mich, wie ihr sehen könnt. Weil ich die 1 Million Gems gewonnen habe. Ansonsten skippen wir mal durch, wie ich sie abhole, Leute. So sieht das aus. So sieht das einfach aus. Natürlich Screenshot gemacht, Leute. Mega, mega heftig. Also das ist auf jeden Fall auch ein Weltrekord, den, ja, erstmal keiner so knacken kann. Weil ich hatte auch schon, glaube ich, wie ihr sehen könnt, hier hatte ich ja schon 1550 Gems. Und dann einfach plus 1 Million. Und ja, so sah das aus, Freunde, so sah das aus. Einfach 1.000.553 Gems. Mega, mega heftiger Weltrekord. So, Freunde, und zwar könnt ihr sehen, ich zeige euch mal noch einen neuen Rekord, beziehungsweise einen älteren Rekord, den auch keiner hat. Und zwar seht ihr, ich habe die 1 Million Star-Punkte gehabt. Ich habe tatsächlich am Ende die meisten Star-Punkte auch gehabt, deswegen habe ich auch das meiste Bling auf der Welt. Ja, das wurde halt umgewechselt von Star-Punkten zu Bling und deswegen habe ich auch so viel Bling.
Und hier habe ich dann nochmal meine Meisterbelohnung abgeholt und wir können ja mal gucken, wie das aussieht. Die 1 Million als erster Spieler der Welt, 1 Million Starpunkte, mega, mega heftig. Und ihr drückt auf Einfordern. Das ist so krass einfach. Ich muss ehrlich sagen, Bling sieht auf jeden Fall krass aus als Starpunkte. Und jetzt, bam! 1.037.000 Starpunkte, Freunde. Das ist auf jeden Fall auch ein krasser, krasser Weltrekord, den mir erstmal keiner mehr wegnehmen wird. So, Freunde, wir kommen jetzt mal zu dem nächsten Weltrekord. Also vielleicht ist das jetzt gerade kein Weltrekord, aber damals war das auf jeden Fall ein Weltrekord. Und zwar war ich zweimal Platz 1 global, beziehungsweise habe zweimal Platz 1 global die Season beendet. Früher gab es ja keine Winstreak und früher war das auch viel, viel schwieriger zu pushen. Ich zeige euch gleich auch nochmal, was ich genau meine, weil ich habe nämlich noch einen Weltrekord. Und zwar seht ihr, ich war ja damals Nova Esports Vizeanführer tatsächlich. Bin da rausgegangen, weil ich meinen Twitter ein bisschen promoten wollte. Damals war Twitter auch in, sage ich mal, in Brawl Stars-Szene. Und ja, ihr seht, ich war Platz 1 global. Ich habe zweimal die Season, beziehungsweise zweimal Platz 1 global beendet. Leider kann man das nicht im Profil sehen, aber hier seht ihr ja, ich war ja Platz 1 global. Ja, das ist auch eigentlich ein Weltrekord. Ich war Platz 1 global, das ist eigentlich auch rein theoretisch ein Weltrekord. Ja, damals halt mit weniger Trophäen, damals auch natürlich weniger Brawler und auch schwieriger zu pushen. Ja, das ist auf jeden Fall auch das, was ich euch zeigen möchte. So, meine Freunde, und zwar, ja, seht ihr schon, ein neuer Rekord. Und zwar war ich der erste Spieler tatsächlich in Deutschland, der ein 1000er Brawler hatte. Ich bin mir gerade nicht sicher, eventuell war ich sogar der erste Spieler auf der ganzen Welt, der ein 1000er Brawler hatte, also global, mit plus 2. Ihr könnt sehen, ich habe nur plus 2 bekommen. Hier ist der Endscreen, 990 plus 2. Ich habe tatsächlich dann Leon offstream gepusht, obwohl ich eigentlich immer alles onstream gepusht habe. Ich weiß nicht, warum ich das dann offstream gemacht habe. Nichtsdestotrotz, ohne Witz, Leute, ich wurde, damals gab es keinen Cooldown mit dem Snipen. Ich wurde jeden Tag stundenlang gesniped, aber ich habe alle Games tatsächlich gewonnen. Nur wollte ich diesen Weltrekord sicher haben und habe das, glaube ich, dann offstream gemacht. Aber nichtsdestotrotz war ich der erste Spieler in Deutschland, auf jeden Fall zu 100%. Ich glaube sogar global war ich der erste Spieler mit plus 2. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, schon 5 Jahre her. Dazu ist natürlich auch ein Video, wie ihr hier sehen könnt. Vor 5 Jahren habe ich das Video hochgeladen. Ne, vor 5 Jahren, ja, hier könnt ihr auch sehen, ich spiele gegen deutsche Spieler. Ja, ich wurde sehr oft auch von denen gesniped tatsächlich. Ich habe aber tatsächlich auch alle Games gewonnen. Und ja, und es gab mir halt nur plus 2 jedes Mal. Ne? Aber ja, 990 bzw. 1000er Leon als erster Spieler auf der Welt. Also Leon auf jeden Fall zu 100% erster Spieler auf der Welt. Ich weiß nicht gerade, ob ich allgemein auf der ganzen Welt der erste Spieler war mit 1000er Brawler. Das könnte sein. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, weil das schon 5 Jahre her war. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein krasser Weltrekord. So, Freunde, wir kommen jetzt mal wieder zurück ins Game. Und zwar seht ihr schon, ja, 163.377 Bling. Ich hatte damals tatsächlich den Weltrekord mit Bling. Ich glaube, aktuell habe ich jetzt auch wieder die meisten Bling auf der ganzen Welt. Ja, falls ihr könnt, ich kann zum Beispiel keine Bling mehr abholen im Brawl Pass. Am Ende der Season kriege ich die tatsächlich noch. Also sobald die Season Ende ist, kriege ich die ganzen Blinks noch, die da drin sind. Und zwar habe ich den Weltrekord in Winstreak. Den habe ich ja erst neulich gemacht. Ist mir gar nicht, habe ich voll vergessen tatsächlich. Ja, ich habe 3100. Der Winstreak aktuell, ja, ist alles fair gemacht. Ist nicht schlecht, der Winstreak-Weltrekord. Ja, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ich vielleicht den mal brechen soll. Ich bin mir gerade, aktuell pushe ich ja auf 100.000 Pokale. Ich kann euch ja gerne mal meinen Account zeigen. Ich habe jetzt ein paar Brawler auf 1500 gepusht, 2 Stück. Oder was für andere Weltrekorde ich machen soll. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber das ist auf jeden Fall ein krasser Weltrekord. Vielleicht ein Brawler-Weltrekord. Mit einem Brawler muss ich mal schauen, wie ich das mache. Und ja, genau. Dann würde ich tatsächlich sagen, das war's erstmal mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, euch haben meine Weltrekorde gefallen. Und ja, schreibt gerne mal in den Kommentaren, was für einen Weltrekord findet ihr am krassesten. Und Freunde, ganz wichtig, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like, da würde mich sehr freuen. Und Freunde, checkt gerne meine Streams ab. Ich bin aktuell jeden Tag live. Und ich habe aktuell auch ein Average von 15 Stunden am Tag Livestream. Seid gerne am Start. Wir pushen nämlich alle meine Pokale on Stream live für euch. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Macht's gut und ciao, ciao.